Name ist Steffi Dreher-Kulaczewski. Ich bin Neuropädiater in Göttingen und heute geht es ja um den Morbus Alexander und wie viele Leukodystrophien, oder wie wir das von vielen Leukodystrophien inzwischen wissen, gibt es ja ganz verschiedene Präsentationen vom Kindesalter bis zum Erwachsenenalter hin. Ich als Neuropädiater fange jetzt mit dem Kindesalter an und dann geht es nahtlos weiter mit Wolfgang Küller, der den adulten Aspekt beleuchtet. Und dann geht es auch schon los. Zur Häufigkeit, wir wissen alle, der Alexander oder der Morbus Alexander gehört zu den extrem seltenen Erkrankungen. Die Häufigkeit ist gar nicht viel systematisch untersucht worden. Es gibt eine Studie, wo gezeigt wurde, dass es wirklich 1 zu 2,7 in einer Häufigkeit von 1 zu 2,7 Millionen Einwohner auftritt. Das ist sehr, das fällt sozusagen ganz signifikant in die Definition, die wir es in Europa haben für seltene Erkrankungen, wo gesagt wird, eine seltene Erkrankung ist, wenn sie weniger als 5 Personen in 10.000 Einwohnern betrifft. Also der Morbus Alexander extrem selten und häufig sieht man auch in den Veröffentlichungen, dass es noch weltweite Patientenzahlen aufgeführt werden, dass man sagt, es sind 500 oder 600 Patienten bekannt. Im Kindesalter und dann setzt sich das im adulten Alter fort, gibt es verschiedene Verlaufsformen. Auf die Gründe dafür werde ich noch später eingehen. Und das beginnt mit der schweren frühen Form, wie bei vielen Erkrankungen. Je zeitiger der Erkrankungsbeginn, desto schwerer ist die Verlaufsform. Und bei der frühen Form beginnt sie also im frühen Säuglingsalter, manchmal schon in der Neonatalzeit, also in den ersten 4 Lebenswochen. Und da gibt es eine ganze Reihe von wirklich auch schweren Symptomen, die diese also Säuglinge schon zeigen. Das sind eben häufig Krampfanfälle. Dann zeigt sich eine ausgeprägte Entwicklungsstörung, die Spastik, die auftritt. Und wenn sie etwas später beginnt, die Verlaufsform, dann verlernen die Kinder auch schon wieder, was bereits erreicht wurde an vor allen Dingen motorischen Fähigkeiten. Und ein ganz besonderes Symptom für den Morbus Alexander ist der Hydrocephalus, dass die Kinder große Köpfe haben. Das ist ja bekannt, dass sie einen Hydrocephalus haben. Da muss man besonders aufpassen bei den Patienten mit Alexander. Und warum das so ist, darauf komme ich im Verlauf noch. Dann etwas milder ausgeprägt, die klassische oder infantile Form, die im frühen Lebensalter beginnt ungefähr 1. bis 2. Lebensjahr, also kein Säugling mehr. Und hier wird die Symptomatik schon variabler. Es können ganz verschiedene Symptome auftreten. Voran geht der Verlust bereits erlernter Fähigkeiten, die ja dann auch schon bemerkbarer sind, weil die Kinder älter sind. Auch hier kann es zu Krampfanfällen kommen, eine spastische Tonuserhöhung und da in dem Alter ja auch schon Bewegungen deutlicher werden und auch eigentlich schon das freie Laufen erreicht wurde, wird eine Ataxie deutlich und auch hier kann immer noch die Gefahr des Hydrocephalus oder die Komplikation eines Hydrocephalus bestehen. Und weiterhin im Verlauf milder werdend die juvenilen Form oder auch jugendliche Form, die später anfangen, zwischen dem 4. bis 10. Lebensjahr, auch noch im Teenageralter beginnen können. Und hier sind die Symptome noch variabler. Das kann von leichten Sprachschwierigkeiten gehen über Schluckprobleme bis auch zu einer deutlichen Anfallsleiden, die Ataxie. Und auch eine spastische Tonuserhöhung. Auch hier in dem Alter kann immer noch ein Hydrocephalus auftreten und eine Abnahme geistiger Fähigkeiten, was ja dann in einen Verlust oder Abfall schulischer Leistungen sich widerspiegelt. Und dieses Symptom ist natürlich auch etwas, was dann auch für das Erwachsenenalter
prägend ist. Und das habe ich hier noch einmal aufgezeigt, dass es heißt, je früher der Symptombeginn, desto schwerer ist die Verlaufsform. Und das ist hier nochmal in diesem Pfeil dargestellt. Die neonatale Form ist eben die schwerste Verlaufsform und dann milder die infantilen und noch mit einer leichteren Symptomatik zeigen sich dann die Jugendlichen oder der Beginn im jugendlichen Alter. Was liegt dem zugrunde? Der Morbus Alexander wird dominant vererbt, das heißt, es reicht ein Gen, das oder ein mutiertes Gen von zweien, um die Krankheit hervorzurufen. Und die Mutationen liegen in einem Gen, das kodiert für ein Protein, das nennt sich Glial Acidic Protein oder GFAP. Und dieses GFAP-Abkürzung wird sich jetzt eigentlich durch den ganzen Vortrag ziehen. Und diese Mutationen führen alle zu einer Überproduktion von diesem GFAP, also zu einer Überaktivierung sozusagen dieses Gens. Und dieses Protein hat die Eigenschaft, dass es sich aggregiert mit verschiedenen anderen Zutaten, die es dafür braucht, aber eben vor allen Dingen dieses Protein. Und das bündelt sich zu langen Fasern, die so Schlangenlinien bilden, kurviges Aussehen haben. Und die nennen sich Rosenthal-Fasern. Und auch diese Rosenthal-Fasern, dieser Begriff, wird sich jetzt weiter durchziehen. Eine Besonderheit dabei ist, dass dieses Gen nur in einer Form der Hirnzellen vorhanden ist. Und das sind die Astrozyten. Das heißt, es ist nur in den Astrozyten aktiv. Und auch dort kann es eigentlich nur seine Überproduktion ausdrücken und eben zu einer Anhäufung von Rosenthal-Fasern in den Astrozyten, also in dieser einen bestimmten Hirnzellart im Gehirngewebe führen. Und das sind die Zellen, die sich im Hirngewebe finden. Ich fand diese Grafik immer ganz eindrücklich. Und was man eben sieht, dass hier diese Zellen, diese Astrozyten, die sind von dieser Erkrankung betroffen. Und wenn Sie einmal gucken, das sind die werden so als Stützzellen des Hirngewebes betrachtet und sie haben ganz lange, viele schlanke Ausläufer, die sich um die anderen, die so ein Netzwerk bilden, so ein Stützgewebe bilden zwischen den anderen Zellen. Also das sind ja dann die Nervenzellen, das sind die langen Nervenfortsätze und das sind die myelinbildenden Zellen, die Oligodendrozyten und auch das Myelin selber, aber eben auch um die Blutgefäße, weil nämlich diese Füße hier, diese Ausläufer, diese Astrozyten, die bilden einen ganz wichtigen Bestandteil auch unserer Blut-Hirn-Schranke. Und Astrozyten sind auch verantwortlich für diverse Reparaturvorgänge und Reaktionen auch im Gewebe und Reaktionen auf äußere, meist schädliche Einflüsse, Verletzungen oder auch Entzündungen. Dass man diese Anhäufung der Rosenthal-Fasern ist auch etwas, was wirklich ganz speziell ist und, sagen wir mal, pathognomonisch, also den Morbus Alexander auszeichnet und ihn sozusagen ganz eindeutig identifizieren lässt. Und das sieht man hier in dem Hirngewebe, Ausschnitten von Mäusen, die also diesen Gendefekt haben, wo also auch in den Astrozyten diese Überproduktion von dem GFAP stattfindet und diese Rosenthal und das zu diesen Rosenthal-Fasern akkumuliert. Und das sieht man hier ganz schön in den Zellen erst, also diese roten Punkte, das sind die Rosenthal-Fasern und dann sieht man, dass die Astrozyten vollkommen ausfüllen und im Verlauf können dann diese Zellen das nicht mehr halten, gehen zugrunde und dann findet sich eigentlich im ganzen Gehirngewebe diese Rosenthal-Fasern, wie Sie das hier auf diesem Bild sehen, alles diese roten Pfeile und auch diese kurvigen länglichen Fasern, das sind die Rosenthal-Fasern, die hier in einer großen Anhäufung vorliegen. Und das führt natürlich zu Funktionsstörungen dieser Astrozyten. Und da gibt es eine ganze Reihe, wie sich das ausdrückt und was das für Folgen hat, so detailliert kann man das hier gar nicht aufführen. Aber ein
an einer Stelle erkennt man eben, dass ein Astrozyt erkrankt ist und dass er die Form ändert. Das habe ich, deswegen habe ich das vorhin auch nochmal gesagt. Die Astrozyten haben halt, wie man das hier sieht, hier sind die Astrozyten, diese roten Zellen, die eigentlich, wenn sie gesund sind und gut funktionieren, diese langen, schlanken Ausläufer haben. Und wenn ein Astrozyt halt erkrankt, und wie beim Morbus Alexander, dann verändert der seine Form, der wird ganz plump und groß und verliert diese langen, schlanken Fortsätze, die hier nur noch als kleine Stümpfe zu sehen sind. Und damit verlieren sie natürlich viele ihrer Funktionen, der Stützfunktion und auch der Funktion der Bluthirnschranke. Und eine Erkrankung der Astrozyten hat immer, oder zumindest beim Morbus Alexander, auch eine Erkrankung an der anderen Zellen im Hirngewebe zur Folge und eben hier besonders des Myelins. Das kann man sehen auch schon allein aus der räumlichen Nähe der Astrozyten zu den anderen Zellen des Hirngewebes, eben zu den Oligodendrozyten. Und diese Astrozytenerkrankung führt eben zu einem Verlust von Myelin, zu einer Demyelinisierung, die sich unterschiedlicher Schwere und unterschiedlicher Ausprägung dann zeigt. Und die Frage ist, um jetzt sozusagen vom Mausmodell wegzugehen zu unseren Patienten, wie kann man denn diese Myelinschädigung im MRT darstellen oder überhaupt darstellen? Und da eignet sich natürlich hervorragend das MRT. Und im MRT kann man gut unterscheiden zwischen Myelin und gesunden und kranken Myelin und auch der grauen Hirnsubstanz. Und das ist jetzt hier wirklich nur ganz schematisch dargestellt, aber das sind halt unsere Neurone, unsere grauen Nervenzellen, die ihren langen Nervenfortsatz, ihre Axone ins Hirn hineinschicken. Und diese langen Nervenfortsätze sind vom Myelin umhüllt, das durch diese Oligodendrozyten hier gebildet wird. Und in den verschiedenen MRT-Wichtungen oder Färbungen oder Kontrasten stellt sich gesundes Myelin und auch gesunde graue Substanz oder gesunde Hirnnervenschicht unterschiedlich dar. Wahrscheinlich haben Sie alle schon mal von einer T1 und einer T2-Wichtung gehört. Bei der T1-Wichtung ist gesundes Myelin, das kommt hier auch nochmal gut raus, oder das Marklager eben hell. Die Hirnrinde sitzt auf der Oberfläche, bildet hier diese Furchen, um auch die Fläche zu vergrößern. Die ist hier hellgrau und dann gibt es hier noch andere Strukturen, das zentrale Höhlengrau oder die Basalganglien, wo es nochmal zu Anhäufungen von Nervenzellen kommt als Schaltstationen. Und auf anderen Färbungen, anderen Kontrasten im MRT wie der T2-Wichtung ist die Marklager dunkel, flächig dunkel und dazu die Hirnrinde hell. Die Hirnkammern oder Hirnwasserräume sind hier hell abgegrenzt in der T2-Wichtung und hier dunkel. Und um natürlich ein MRT und vor allem die weiße Substanz im MRT beurteilen zu können, muss man wissen, dass sich die auch sozusagen bei gesunden Säuglingen ändert, weil es nämlich die Myelinbildung erst nach der Geburt stattfindet. Ein Neugeborenes, auch ein ohne Gendefekt, hat zu Beginn kein Myelin oder nur ganz wenig. Und das sieht man hier bei einem reifen Neugeborenen, dass die Kontraste, wie wir sie eben hatten, dass es eben auf der T2 eigentlich dunkel ist, das Myelin nicht da ist, sondern es ist hier hell und auf der T1 dunkel. Und dann kommt es als Zeichen der Hirnreifung und als Zeichen der Myelinisierung zu einem Kontrastumschlag im Laufe der Zeit. Und das sind relativ enge Zeitfenster, in denen das so passieren hat. Ansonsten ist halt in dieser Myelinbildung was nicht in Ordnung. Und am Ende des ersten Jahres hat man dann sozusagen die Kontraste fast wie im Erwachsenenhirn und hier mit 5 Jahren dann eben auch. Das MRT bei einem Gehirn mit oder bei einem Kind mit einem Morbus Alexander sieht
in unterschiedlicher Weise verändert aus. Hier ist das bei einem einjährigen Kind zu sehen, wo man deutliche Veränderungen sieht, mit im Parallel dazu, wie ich das eingangs sagte, je jünger die Symptom oder je jünger das Kind ist, wenn die Symptomatik beginnt, desto schwerer ist die Verlaufsform. Und natürlich geht damit einher, dass auch die MRT-Veränderungen ausgeprägter sind. Und hier haben wir ein ganz typisches, charakteristisches MRT-Bild für diese Diagnose. Erstmal wirkt der ganze Kopf groß. Und das Gehirn, ja, auch füllt ja den ganzen großen, für einen einjährigen großen Kopf aus. Und jetzt wissen wir ja auch warum, weil nämlich zu viel, ein zu viel an Gewebe da ist, weil nämlich dieses Gen, diese Überproduktion von GFAP verursacht und dieses GFAP zu diesen Rosenthal-Fasern aggregiert. Und das ganze Gehirn, so muss man sich das vorstellen, und diese Rosenthal-Fasern im ganzen Gehirn sich einlagern und damit natürlich auch das Hirngewebe, wenn man so will, das Volumen vergrößern. Und typischerweise fängt eben dann auch die Myelin Schädigung oder die Mitbetroffenheit des Myelins im Krankheitsprozess vorne an den vorderen Abschnitten und bezieht dann eben dieses zentrale Höhlengrau mit ein, wenn Sie das hier vergleichen. Das ist hier dunkel und zeigt hier einen helleren Kontrast und das Marklager hier ist hell auf der T2, müsste hier eigentlich dunkel sein und ist hier hinten nur noch etwas, sagen wir mal, unbeeinträchtigter. Und auf der T1 zeigt sich das vorne ausgeprägt dunkel und hinten in den Okzipitalen, also Hinterlappen, noch heller oder, sagen wir mal, den Kontrast, wie wir ihn in einem gesunden Gehirn finden. Klassischerweise ist auch das Kleinhirn betroffen, das sehen Sie hier. Und ganz typisch findet man solche Kappen auf diesen inneren Gehirnwasserräumen. Die sind hier eben schmal und jetzt wissen wir eben auch warum. Ein Meer an Gewebe füllt alle Hohlräume im Gehirn oder im Kopf aus und deswegen besteht eben auch das Risiko eines Hydrocephalus. Man kann sich vorstellen, wenn das Gehirn so groß ist und das so geschwollen wirkt, dass dann auch die Zirkulation des Hirnwassers gestört ist. Und dieses Kind hat hier eben einen Shunt schon erhalten oder hat einen Shunt erhalten. Deswegen sieht man hier diese Artefakte, diese Signalauslöschung. Und es ist auch klar, man sieht ja wirklich kaum innere Gehirnwasserräume. Die sind wirklich ganz schmal und müssten sich eigentlich so abzeichnen, gerade hier hinten, wie man das in dieser Kontrolle sieht. Jedenfalls um die Ventrikelwände herum sieht man auch diese girlandenartigen Signalveränderungen. Und dieses Bild so ist klassisch oder relativ charakteristisch für einen Morbus Alexander. Jetzt ist schon seit längerem bekannt, seit bei 20 Jahren bekannt, dass das Bild eines Morbus Alexander so variabel wie die klinische Symptomatik ist, sich auch im MRT ganz variabel präsentieren kann. Und herausragend und besonders macht der Alexander das eben, dass der Hirnstamm mit betroffen ist, wie man das hier einfach nur fleckförmig sieht. Da kann die ganze weiße Substanz oben im Großhirn normal erscheinen und dass das Kontrastmittel aufnimmt, dass diese Flecken hier Kontrastmittel aufnehmen und damit wirkt das fast tumorähnlich. Und jetzt ist auch klar, warum. Dann ist eben diese GFAP oder Rosenthal-Fasern-Akkumulation nicht ausgedehnt, sondern wirklich nur lokal. Und dann kann das diese tumorartigen Läsionen annehmen oder hier eben an dieser Stelle auch mit Kontrastmittelaufnahme oder hier nur ganz diskret hier an der Fornix, das ist glaube ich ein 8-jähriger Junge und das macht natürlich so variabel die MRT-Präsentation ist dann natürlich auch die klinische Verlaufsform oder hier, dass man nur ein großes oder eine Raumforderung ähnliche Erscheinung hat hier in der hinteren Schädelgrube dann im Kleinhirn und dann ist das Großhirn und die ganze weiße Substanz unbeeinträchtigt oder es ist einseitig. Auch hier wieder im Hirnstamm Kontrastmittel, das ist eine T2, also fleckförmige
Signalalterationen und das ist wahrscheinlich im Erwachsenenalter, wird Herr Köhler gleich noch darauf eingehen, häufiger, dass sie das Rückenmark mit betroffen ist. Das sehen wir im Kindesalter nicht so. Gut, was gibt es Neues? Man weiß inzwischen ziemlich genau, was dieses GFAP-Gen macht. Und wie ich eingangs schon sagte, führen die Mutationen eigentlich fast alle. Es gibt gar nicht so viele zu einer Funktionssteigerung dieses Gens. Das heißt, es ist hyperaktiv. Es produziert viel von diesem Protein, das dann aggregiert. Und was man inzwischen gesehen hat, ist, dass je mehr von diesem GFAP und diesen Rosenthalfasern da ist, je aktiver, also dieses je hyperaktiver sozusagen dieses Gen ist, desto schwerer ist der klinische Verlauf. Und der gedankliche Ansatz ist für eine sozusagen Therapie, nicht nur symptomatische Therapie, sondern auch Therapie der Erkrankung, dass man sich überlegt, wie kann man denn diese Genfunktion manipulieren, wie kann man diese Genfunktion reduzieren. Und inzwischen gibt es ganz schicke Medikamente, mit denen man gar nicht so sehr in das Gen selber, aber in die Funktion des Genes eingreifen kann. Und damit meine ich die Synthese des Eiweißes oder dieses Proteins, das aus diesem Gen entsteht, also das Genprodukt, dass man diesen Prozess beeinflussen kann. Und das nennt man die Antisense-Technologie. Und da gibt es etliche Firmen, die dort sehr aktiv sind auf diesem Gebiet. Und in diesem Versuch hier, und das ist auch veröffentlicht worden 2018, hat man in ein Mausmodell genommen, das eben diese Genmutation oder eine der Genmutationen hatte und hat dieses Medikament in die Hirnventrikel reingegeben, also in das Hirnwasser, da wo die Erkrankung, wo die Astrozyten sind, wo die Erkrankung stattfindet, und hat tatsächlich zeigen können, dass, und ich sage auch gleich in Ansätzen, wie das passiert ist, dass dieses GFAP und damit die Rosenthal, dass dieses GFAP aus dem Hirngewebe oder eliminiert wurde oder zumindest deutlich reduziert war und die Rosenthalfasern, also die Aggregation dieses GFAPs, auch reduziert war. Und das sieht man hier ganz eindrücklich in einem Hirn der gesunden, also der Mäuse, das, so ist das dargestellt, hier der gesunden, die gesunde Maus mit dem Hirngewebe, dann in der kranken Maus ohne Behandlung sieht man hier wieder diese vielen roten Fasern, also diese Rosenthalfasern, dann hat man hier den Vergleich mit einer Maus mit der Genmutation, die aber nicht das Medikament erhalten hat. Die ist auch therapiert worden, aber hat nicht das Medikament erhalten. Da ist der Befund ganz unverändert. Auch hier Akkumulation von vielen jetzt hier rot gefärbten Rosenthalfasern. Und dann mit dem Medikament, da ist die Pathologie und die Auffälligkeiten deutlich weniger. Dass das auch klinisch, dass es den Mäusen symptomatisch oder dass sie weniger Symptome hatten, dass es denen klinisch besser ging, das ist, war gar nicht so das Ziel dieses Papers. Das hat man da auch gar nicht so genau beschrieben. Aber wie funktioniert denn diese Antisense-Technologie? Und sie findet ja schon großen Einsatz oder breiten Einsatz in der Klinik. Wir gewinnen wirklich viel Erfahrung damit, denn die spinale Muskelatrophie, die wird ja mit einem Medikament behandelt, das Spinraza heißt. Und das beruht auf diesem Prinzip, dass man sagt, okay, man hat das ist jetzt aus einer Skizze von, die habe ich mir aus einer von einer Pharmafirma Webseite genommen, deswegen ist sie jetzt auch in Englisch, aber man sagt, das ist halt die DNA, also die DNA im Zellkern, und um sozusagen, dann braucht man, das ist ja die Bedienungsanleitung sozusagen, und dann braucht man ja jemanden, der die Bedienungsanleitung A liest und B dann auch umsetzt, um das aufzubauen, was in der Bedienungsanleitung steht. Das heißt, sich also auch die Teile zusammensucht, und das macht diese mRNA. Das sind so Moleküle, die das hier lesen können und die sich die Bausteine holen, um dann das Genprodukt, nämlich das Protein, herzustellen. Ist jetzt diese Bedienungsanleitung sozusagen, die DNA, defekt oder überaktiv, dann ist der
Ausführer sozusagen, die mRNA, auch überaktiv und macht viel zu viel. Und dann wird dieses Genprodukt, jetzt im Fall des Morbus Alexander, ist halt zu viel da, jetzt nicht falsch gebildet, sondern einfach zu viel, eine Überproduktion vorhanden. Und was man dann macht, man gibt einfach einen Gegenspieler gegen diesen Monteur mit dazu, der diese mRNA, also diesen Monteur, diesen Bedienung, den Leser der Bedienungsanleitung sozusagen bremst und dann entweder weniger oder gar nichts von diesem Protein hergestellt wird. Das ist, kann man dann von der Dosis her wahrscheinlich titrieren. Das ist sozusagen das Neuere aus der Forschung und es wird Bestrebungen geben, dass das natürlich auch, oder es gibt Bestrebungen, das in die Klinik zu bringen, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Und damit habe ich sozusagen das Kinderkapitel bearbeitet und würde jetzt sozusagen übergeben an Wolfgang Köhler, der jetzt auf dem Adultengebiet weitermacht. Ja, vielen Dank, Steffi. Da hast du ja schon super vorbereitet. Jetzt musst du mal deinen Bildschirm wegmachen, damit ich meinen freigeben kann. Oh. Jetzt Bildschirm freigeben. So. Ich schätze, jetzt kann man das sehen, ne? Sehr okay. Gut, ja. Ja, wir haben ja eigentlich gedacht, sozusagen, der Morbus Alexander, das ist was für die Kinderärzte. Wir haben überhaupt nicht im Traum daran gedacht, dass so eine Erkrankung, die schon im frühen Kindesalter zu so schweren Veränderungen führen kann, wie das Steffi dargestellt hat, auch im Erwachsenenalter vorkommen kann. Aber wir haben ja viel gelernt in den letzten Jahren über die Leukodystrophien. Deswegen habe ich die Folie nochmal mitgebracht, so als Einstieg, um mehrere Dinge nochmal wirklich klar zu machen. Zum einen reden wir bei Leukodystrophie nicht von einer Erkrankung, sondern wir reden von einer ganzen Gruppe von Erkrankungen, vielleicht 50 mittlerweile. Und diese Gruppe ist ständig wachsend. Das heißt, wir lernen zunehmend auch verschiedene Verlaufsformen von verschiedenen Leukodystrophien kennen und gewinnen immer mehr Erfahrungen. Ja, das bedeutet aber auch umgekehrt, dass man Leukodystrophien oder nicht so über einen Kamm scheren kann, sondern jede dieser Leukodystrophien hat auch ihre Besonderheiten und hat auch eine eigene Therapie. Alle diese Leukodystrophien sind aber genetisch verursacht. Es gibt also eine Genveränderung, die diese Störung hervorruft. Aber manchmal ist mit dieser Genveränderung sind auch nicht nur die Leukodystrophie, sondern auch andere Störungen des Körpers mit verbunden, zum Beispiel Stoffwechselstörungen. Das macht es uns einfacher in der Diagnostik oder auch im Erkennen dieser Leukodystrophien. Aber wir wissen sehr wohl mittlerweile, dass die einzelnen Leukodystrophien unglaublich variabel sein können. Es gibt fast immer kindliche und Erwachsenenverlaufsformen. Es kann das Gehirn beteiligt sein, es kann das Rückenmark beteiligt sein oder sogar auch die peripheren Nerven. Und es können andere Organe mit beteiligt sein. Und das macht es jetzt nicht gerade einfacher, weil die klinische Symptomatik sehr, sehr breit ist. Was auch wichtig ist, ist der Vererbungsmodus. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich die Betroffenen fragen, naja, kann ich das, die Erkrankung sozusagen auf meine Kinder weitergeben? Und für den Morbus Alexander, ist ja schon angesprochen worden, haben wir also einen autosomal dominanten Erbgang. Das ist, ich habe die Folie nochmal mitgebracht, weil ich glaube, dass es schon für viele ganz wichtig ist, zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Ja, und man sieht hier Gene und man sieht, dass unsere Gene immer doppelt angelegt sind. Das ist auch logisch, denn wenn wir ein Kind zeugen, dann muss die Hälfte von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater kommen. Also teilt sich diese DNA, die ja doppelt angelegt ist, und eine Hälfte jeweils geht dann auf das Kind über.
Und hier kann man sehen, wenn also dieser blaue Balken ist, also jetzt eine Genveränderung, die zu einer Krankheit führt. Und man kann bei autosomal dominanten Erkrankungen sehen, dass praktisch alle, die praktisch eine solche Genveränderung haben, dann auch erkranken. Das ist ganz wichtig für die Beratung derjenigen, die von einer solchen Erkrankung betroffen sind, zur Frage hin, ob wie sich die Krankheit weiter vererben kann. So, das nur als Vorrede. Dann habe ich nochmal hier mitgebracht, wie man ganz grob gesagt die Verlaufsformen beim Morbus Alexander unterscheiden kann in Typ 1 und Typ 2. Der Typ 1 ist eigentlich das, was Steffi schon gesagt hat, die kindlichen Verlaufsformen mit sehr schwerem Verlauf, mit einer maximalen Überlebenszeit von 14 Jahren, manchmal viel, viel weniger und auch mit einer ganz typischen klinischen Symptomatik. Bei den Typ 2, das betrifft überwiegend Menschen, die schon viel älter sind, das sind also späte Verlaufsformen. Und man kann hier schon sehen an der Überlebenszeit von 25 Jahren, dass es deutlich länger dauert, bis zum Beispiel Symptome auftreten oder bis die Erkrankung ganz sozusagen schwer verläuft. Auch die Symptomatik ist ganz häufig ganz anders als bei den kindlichen Verlaufsformen. Und das ist hier nochmal dargestellt in einer Übersicht von dem Children's Hospital in Philadelphia, die also hier so eine Analyse gemacht haben, eine weltweite Analyse von verschiedenen Verlaufsformen der Erkrankung. Und da kann man hier sehen bei den Erwachsenen, es waren also nur 11 Erwachsene in dieser Analyse, dass vor allen Dingen sowas wie Sprechstörung, dass die Sprache ganz undeutlich wird, dass das Schlucken Probleme macht, dass die Patienten häufig Erbrechen haben und Gangstörungen bei diesen Erwachsenen ganz im Vordergrund stehen. Das ist ja ein bisschen anders als die Verlaufsform als bei den Kindern. Gut, das hat man in gewisser Weise schon so ein bisschen gewusst, dass gerade diese bulbären Symptome, wie wir das nennen, also Probleme mit dem Schlucken, mit dem Sprechen und mit dem Laufen, ganz im Vordergrund stehen bei den Erwachsenen. Im Gegensatz zu vielleicht epileptischen Anfällen, was häufig vorkommt bei Kindern oder Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, ist das eine ganz andere Situation. Und ehrlich gesagt haben wir sozusagen in letzter Zeit zunehmend häufig Patienten auch gesehen, wo wir das überhaupt nicht erwartet hätten, dass die Morbus Alexander haben, wo die Symptomatik quasi wie bei einem Schlaganfall plötzlich aufgetreten ist und gar nicht so langsam sich entwickelt hat. Ja, also hier, das sind zum Beispiel 5 Patienten von uns aus dem letzten Jahr. Und die ersten beiden Patienten hier, Sie sehen auch, dass es sehr spät, also mit 33 Jahren und mit 55 Jahren begonnen hat, wo die Symptomatik plötzlich angefangen hat und quasi schlaganfallsähnlich begonnen hat. Das ist eine Erfahrung, die wir bis dahin nicht wussten. Trotzdem haben die meisten Patienten Probleme mit dem Schlucken, mit der Sprache und auch mit dem Laufen. Das sind die Hauptsymptome im Erwachsenenalter. Es kann natürlich auch mal epileptische Anfälle dazukommen, aber das ist eher im Hintergrund. Das heißt also, die klinische Symptomatik kann im Erwachsenenalter völlig unerwartet sein, plötzlich auftreten oder mit Symptomen. 2 von diesen Patienten hatten auch initial psychische Auffälligkeiten mit psychischen Symptomen beginnen, was wir nicht erwartet hätten, dass sowas auch Morbus Alexander sein kann. So, vom Bild her sieht es auch im Erwachsenenalter ein bisschen anders aus. Ihr habt ja schon so ein bisschen jetzt über die MRT-Veränderungen gesehen und hier habe ich immer mal ein gesundes MRT und ein Patienten-MRT gegenübergestellt. Man kann hier diese flächigen Veränderungen bei Erwachsenen durchaus auch sehen,
Aber sie sind nicht so stark ausgeprägt wie bei den Kindern. Aber viel häufiger sehen wir bei den Erwachsenen solche Veränderungen im Hirnstamm, solche fleckigen Veränderungen im Hirnstamm. Und das birgt sozusagen die große Gefahr, dass diese Erkrankung zunächst für eine ganz andere gehandelt wird, dass man denkt, es ist zum Beispiel eine Multiple Sklerose oder es ist ein Schlaganfall, aber man denkt viel zu wenig an den Morbus Alexander. Und was auch bei den Erwachsenen ganz häufig vorkommt, ist diese ausgeprägte Verschmächtigung im Bereich des Hirnstamms. Hier, wenn man das so vergleicht, ist es deutlich besser ausgeprägt. So das Rückenmark hier unten ist viel dünner als bei einem Gesunden. Auch das Kleinhirn ist kleiner als bei einem Gesunden. Diese Veränderungen sind bei Erwachsenen viel häufiger zu sehen. Ja, also das ist also schon mal erstmal das erste Problem bei Erwachsenen, dass die Diagnose häufig verpasst wird. Das muss man einfach sagen. Die Krankheit ist so selten und bietet so viele Alternativmöglichkeiten, was das sein könnte, dass man im Erwachsenenalter häufig die Diagnose verpasst. Und deswegen denke ich persönlich auch, dass sie eigentlich viel häufiger ist, als wir denken, die Erkrankung. Also wenn wir 5 Patienten in einem Jahr diagnostizieren, wären das ja ein Patientenbetreuungskollektiv von 10 Millionen Menschen. Ich glaube, das würden wir nicht schaffen, sozusagen in unserer kleinen Ambulanz. Ja, also von daher denke ich, dass die Krankheit viel, viel häufiger ist, als wir eigentlich denken. So, den Rest meines Vortrags will ich so ein bisschen auf die Therapie gehen. Es ist tatsächlich so, dass wir noch keine spezielle Therapie zur Behandlung des Morbus Alexander haben. Aber das bedeutet nicht, dass wir gar keine Therapien haben. Ganz im Gegenteil. Ja, wir müssen versuchen, möglichst viele der Symptome, die aufgetreten sind, auch adäquat zu behandeln. Und das sind zum einen zum Beispiel motorische Symptome. Ne? Also ich habe ja gesagt, zum Beispiel Gangstörungen, Probleme mit dem Laufen sind ganz häufig. Und da ist es sehr wichtig, dass alle Patienten auch Physiotherapie bekommen, um die Kraft zu verbessern, die Ausdauer zu verbessern, das Gleichgewicht zu stärken und auch die Körperspannung zu regulieren. Die Körperspannung überhaupt kann sehr stark verändert sein. Wir nennen das auch Spastik. Das ist dann so, dass die Bewegungen etwas hölzern wirken und wenn die Spastik zunimmt, sogar so stark sein kann, dass die Bewegung quasi unmöglich wird. Es kommt auch zu Schmerzen in der Muskulatur beispielsweise. Und das kann man sehr schön mit Physiotherapie behandeln, indem der Muskeltonus sozusagen verbessert wird. Das sind also ganz wichtige Behandlungsmaßnahmen, Behandlung der motorischen Symptome. Das geht auch weiter, dass auch die feinmotorischen Symptome behandelt werden sollten. Gerade so feine Tätigkeiten wie, sage ich mal, Schreiben oder ein Faden in eine Nadel einfädeln. Das sind so feinmotorische Fähigkeiten, die sehr schnell verloren gehen, wenn sie nicht regelmäßig therapiert werden. Und das macht der Ergotherapeut. Der übt also feinmotorische Fähigkeiten und insbesondere solche, die auch im Alltag gebraucht werden, wie beispielsweise Knöpfe vom Hemd zumachen oder eine Schleife binden am Fuß oder auch schreiben. Sowas muss trainiert werden und muss regelmäßig trainiert werden, damit das auch diese motorischen Fähigkeiten erhalten bleiben. Manche Patienten haben auch einen Tremor, also ein Zittern der Hände beispielsweise, auch das kann man ergotherapeutisch behandeln. Ein anderer großer Bereich ist ja, habe ich ja auch gesagt, gerade auch im Erwachsenenalter, aber häufig auch bei Kindern sind Probleme mit dem Sprechen, Sprechschwierigkeiten. Also nicht unbedingt das Sprachverständnis ist gestört, sondern quasi die Aussprache, die Bewegung der Zunge, des Gaumens und der Lippen ist gestört durch die Veränderung im Hirnstammbereich. Und das kann man logopädisch behandeln. Ja, also das, indem also auch hier die Aussprache trainiert wird und vielleicht auch, wenn es ganz schlimm kommt, auch Alternativen gesucht werden, zum Beispiel
nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten. Was für die Sprache und das Sprechen zutrifft, trifft häufig auch auf das Schlucken zu. Auch das Schlucken kann gestört sein und das ist besonders wichtig, weil man sich ja, wenn man nicht richtig schlucken kann, auch verschlucken kann und dabei beispielsweise scharfe Substanzen wie Orangensaft oder sowas sozusagen in die Luftröhre gelangen kann und dann sehr schnell eine Lungenentzündung hervorrufen kann. Das muss vermieden werden. Zunächst muss man erstmal feststellen, ob eine Schluckstörung vorliegt, also eine klinische Schluckdiagnostik gemacht werden. Das geht auch weiter. Man kann heutzutage auch mit einem Video-Endoskop, Fieber-endoskopisch sozusagen das Schlucken beurteilen und dann hinterher gezielt diese Schluckstörung therapieren. Auch das macht der Logopäde. Ein weiterer großer Bereich, der wichtig ist und behandelt werden muss, sind epileptische Anfälle. Ja, also solche epileptische Anfälle können natürlich auch im Erwachsenenalter, in allem, jedem Alter vorkommen. Die können generalisiert sein mit Bewusstseinsverlust, mit Bewegungen oder Zittern an allen Extremitäten. Oder sie können nur fokal, beispielsweise nur in der Hand oder im Fuß vorkommen, sodass dass da so unwillkürliche Bewegungen in der Hand vorkommen. Darauf sollte man achten, auch als Eltern oder auch als Betroffener. Und das dem Arzt sagen, damit er eine EEG-Diagnostik durchführen kann und feststellen kann, gibt es dort Kurzschlüsse im Gehirn, die einen solchen epileptischen Anfall verursachen. Und diese epileptischen Anfälle kann man nämlich gut behandeln mit Medikamenten, die individuell ausgesucht werden und individuell angepasst werden und auch der Blutspiegel von den Medikamenten regelmäßig kontrolliert wird. Da ist es auch sehr wichtig, dass die Betroffenen selber oder auch die Eltern mit in dieses Anfallsmanagement mit eingebunden sind, indem sie genau aufschreiben, wie oft kommen solche Anfälle vor, wie sehen die aus. Wie entwickeln die sich? Manchmal fängt es an der Hand an und geht über den ganzen Körper über und im Zweifelsfall sogar auch Medikamente verabreichen können, um einen solchen Anfall, wenn er denn zu lange dauert, durchbrechen kann. Da gibt es also Notfallmedikamente, da werden die Angehörigen auch geschult, wie sie diese Notfallmedikation im Notfall eben anwenden können. Also wenn ich das zusammenfasse, gibt es also eine ganze Menge schon zu tun, eine ganze Menge an Symptomatik, die behandelt werden kann. Wir können die Anfälle kontrollieren durch anfallsverhindernde Medikamente. Wir können die Spastik lindern durch Physiotherapie und auch einer ganzen Vielzahl von antispastischen Medikamenten, auf die ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht eingehen will, weil es ist quasi ein gesonderter Vortrag, der auch im Webinar von der ELA auch nachzuhören ist. Dr. Sokolowski hat dazu ein Webinar gemacht. Das kann man demnächst sicherlich nachhören. Ja, wir müssen schauen, ist die Mobilität, kann die erhalten werden? Wir können also dafür sorgen, dass adäquate Hilfsmittel oder Orthesen auch verschrieben werden, damit die Mobilität, die Beweglichkeit im Alltag auch erhalten bleibt. Ja, wir müssen darauf achten, dass die Schluckstörungen nicht zu schlimm werden. Das kann nämlich auch natürlich zu Fehl- oder Unterernährung führen. Und hier muss auch eine sachkundige Ernährungsberatung erfolgen. Und man muss auch darauf achten, dass zum Beispiel durch dieses Erbrechen, was gerade bei Erwachsenen häufig vorkommt, nicht zu viel Magensaft in die Speiseröhre gelangt und da zum Beispiel ständiges Sodbrennen verursacht und vielleicht Magengeschwüre. Auch da gibt es Medikamente wie die Protonenpumpenhemmer, die sozusagen die Bildung von Magensaft verhindern. Das ganze Problem Blasenstörung und Inkontinenz habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Das ist auch ein weites Feld, was medikamentös, aber auch mit vielen anderen Maßnahmen behandelt werden kann, bis hin zum Selbstkatheterismus und anderen Maßnahmen, die hier notwendig werden, damit man einigermaßen sozusagen noch an Lebensqualität erhalten bleibt. Und in wenigen Fällen bei Erwachsenen, praktisch extrem selten, eher bei Kindern, muss auch der
auftretende Hydrocephalus, von dem die Steffi geredet hat, operativ behandelt werden mit einer sogenannten mit einer Schandanlage. Ja, also ihr seht, dass es durchaus ganz, ganz viel zu tun gibt, ganz viele Behandlungsoptionen gibt und man hat überhaupt keine Zeit, sozusagen hier die Hände in den Schoß zu legen, sondern es gibt natürlich hier viel zu tun. Aber viele werden sich natürlich fragen, gibt es denn auch spezielle Behandlungsmaßnahmen? Und das ist sicher schwieriger. Was im Moment, was wir schon machen, ist eine Behandlung von akuten Krankheitsschüben. Also wenn irgendwas plötzlich schlechter wird, insbesondere wenn es sich um ein Symptom handelt, was auf eine Schädigung des Hirnstamms schließen lässt. Der Hirnstamm ist eine ganz gefährliche Region. Hier kann es also auch durchaus zu sehr schwerwiegenden Folgen kommen, wenn hier eine Schädigung entsteht. Und da versuchen wir unter der Vorstellung, dass die rosenthalschen Fasern auch eine gewisse Entzündung provozieren, diese Entzündung zurückzudrängen mit einer Cortisontherapie, was wir auch intrathekal, also praktisch direkt ins Nervenwasser geben können, damit es möglichst dicht an den Ort kommt, wo es auch wirklich wirken soll. Experimentell im Moment noch sind noch andere Behandlungsmaßnahmen. Was wir bei einigen Patienten jetzt schon gemacht haben, ist eine Behandlung Off-Label-Use, also außerhalb der zugelassenen Möglichkeiten, aber im Einzelfall auf ärztliche Verordnung durchaus möglich. Eine Behandlung mit Dimethylfumarat. Ich gehe gleich dann nochmal darauf ein, warum wir das machen. Und eben diese schon von Steffi angesprochene Antisense-Therapie, um die GFAP-Proteinproduktion zu stoppen. Das ist hier nochmal so ein bisschen dargestellt. Ja, also wir haben also einen Gendefekt, der zu einer vermehrten Bildung dieses Proteins führt. Das Protein sammelt sich in den Astrozyten an. Es kommt noch zu anderen Prozessen, letztlich auch zu einer Schädigung des Hirngewebes, Neurodegeneration soll es hier heißen, und eine Eisenansammlung und auch zu einer Aktivierung von Entzündungszellen im Gehirn. Und das wiederum führt wieder zu einer vermehrten Bildung dieses Proteins. Und das ist so eine Art Teufelskreis, der im Grunde genommen nicht oder kaum durchbrochen werden kann bei dieser Erkrankung. Die vermehrte Bildung von diesem Protein führt auch zu einer Aktivierung von anderen Proteinen im Gehirn. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, um das darzustellen, aber das ist eine Art Gegenreaktion des Gehirns gegen die Schädigung durch den Gendefekt, werden also andere Proteine gebildet, die das Gehirn schützen sollen. Und da genau setzt das Dimethylfumarat an, weil wir wissen von diesem Präparat, das ist auch bei Morbus Alexander experimentell belegt, dass es diese Produktion von den schützenden Proteinen, die zu Neuroprotektion dienen, anheizen kann. Und das ist eine Idee, die aber nicht in klinischen Studien bewiesen ist und die jetzt nur im Einzelfall überlegt werden kann, ob man das macht. Die andere Möglichkeit ist diese Antisense-Therapie, um das hier nochmal darzustellen, die Antisense-Therapie blockiert sozusagen die Wirkung des Gendefektes auf die Bildung des schädlichen, die Überproduktion dieses Proteins. Und das wird hier sozusagen durch dieses X quasi unterbunden, dass diese Antisense-Therapie also hier die Bildung des Proteins nicht mehr bewerkstelligen kann. Das sind Zukunftsideen, die ich nur deswegen zum Abschluss hier sage, weil ich so ein bisschen Hoffnung machen möchte, weil ich denke schon, dass wir in den nächsten Jahren Therapiemöglichkeiten, die spezifisch auch bei Morbus Alexander wirksam sein können, einsetzen können. Aber alles diese hier dargestellten Therapieoptionen sind im Moment noch absolut experimentell und können nur im Einzelfall wirklich mal überlegt werden, ob man das macht.
oder nicht. Aber was notwendig ist, ist natürlich, dass es Therapiestudien gibt, die beweisen können, dass diese Therapien, die hier dargestellt sind, diese Ideen auch wirklich erfolgreich sind. Ja, vielen Dank.